Ich dachte, die Leibeigenschaft wäre mittlerweile auch in Spanien abgeschafft. Könntest du mir bitte meine Klamotten wiedergeben? Du solltest das neue Shirt und die neue Hose anziehen. Daran erinnerst du dich doch sicher. Und wenn nicht? Okay. Du hast deinen Auftritt gehabt. In der Gastronomie gilt, Angestellte tragen saubere Kleidung. Und deine Sachen waren dreckig, deshalb sind sie in der Wäsche. Kannst du das nächste Mal einfach fragen? Was gibt's denn da zu fragen? Ich tu dir einen Gefallen damit. Komischer Gefallen. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, kannst du deine Hose gerne wieder anziehen. Und den Rest des Tages renn ich mit dem Handtuch hier rum, oder was? Du wirst für einen Kellnerjob bezahlt. Also zieh deine Arbeitskleidung an und mach hier nicht den Kasper. Gut, dass ich mit Julia gesprochen habe, wegen dem Job hier. Der hätte mir echt gefehlt. Sag mal, meinst du wirklich, dass deine Eltern so viel Geld auftreiben können? Ach, die Kohle tut denen doch nicht weh. Die Frage ist bloß, welche Bedingungen sie daran knüpfen. Sind die echt so reich? Alte Aachener Tuchmacherfamilie. Und noch ganz fett im Geschäft. Die hatten mein Leben schon verplant, bevor ich überhaupt im Kindergarten war. Das volle Programm. Private Business-Uni mit 20, Trainee-Programm mit 25, erster Herzinfarkt mit 30. Deshalb bist du weg aus Deutschland? Jo. Ach, ich wollte diese Luxuszwangsjacke einfach für immer loswerden. Jetzt muss ich wohl doch wieder zurück. Aus der Traum von Freiheit und Abenteuer. Marc, ich will das nicht. Wir finden eine andere Lösung, hast du? Das ist die Preisliste. Und Happy Hour gibt's nicht mehr. Wäre auch Geldverschwendung. Und hier trägst du noch Schichtende ein, dass alles nachbestellt werden muss. Und achte darauf, dass Mineralwasser in Gläsern immer mit Zitrone serviert wird. Klar, Chef. Und wer drei bestellt, bekommt Erdnüsse extra. Weißt du nicht, dass man als Barkeeper nicht alles mit den Fingern anfasst? Was glaubst du, wozu es diese Zange gibt? Entschuldigung, das ist dein erster Tag. Man kann es doch übertreiben. Entschuldigung, fast hätte ich sie mit meiner offenen TB angesteckt. Jetzt pass mal auf. Falls du einen auf Entertainer machen willst, hast du was falsch verstanden. Du wirst ja wohl noch mal einen kleinen Scherz erlauben dürfen. Normalerweise schon, aber der sollte nach Möglichkeit auch witzig sein. Oh Mann, ich bin neu in der Branche. Ja, das ist gut, dass du das noch mal sagst, weil man merkt es kaum. Hast du an deinem allerersten Tag keine Fehler gemacht? Nein. Na, so genial wie du bist, kann ich mir das eigentlich auch gar nicht vorstellen. Ehrlich? Ja. Ich habe mir ja viel vorgestellt. Alles so schön wird. Und in der letzten Sekunde wolltest du noch alles abbrechen. Ich? Wie kommst du darauf? Jan ist echt der tollste Mann, den du dir vorstellen kannst. Und? Hast du jetzt ein schlechtes Gewissen? Wieso? Hat man das beim ersten Mal? Nein. Ich meine, weil du ihn gleich zu Anfang eurer Beziehung angelogen hast. Ach, einmal ist kein Mal. Jetzt mal im Ernst. Ohne den kleinen Trick mit dem vorgelegten Geburtstag wären wir gar nicht zusammengekommen. Nur blöd, dass Lukas davon erfahren hat. Ach, erinnere mich bloß nicht daran. 6 Seiten Referat über maurische Einflüsse in spanischen Kathedralbauten. Das ist die Höchststrafe. Mhm. Solange er nicht weiß, wozu du die kleine Nummer inszeniert hast. Daran darf ich gar nicht denken. Hi, Mädels. Na, alles klar bei euch? Tja, Schwesterchen, ich vermisse dir ja nur ungern den Tag, aber hier ist eine kleine Aufgabe für dich, die du, glaube ich, für mich erledigen wolltest, oder? Warum kann man sich eigentlich nicht aussuchen, ob man Einzelkind ist oder nicht? Ich kann ja nur hoffen, dass sich deine Geburtstagsinszenierung gelohnt hat. Du bist der Letzte, der das erfahren wird. Jetzt hört bitte auf. Ich muss doch zum Strand, kommst du mit? Ja, klar. Ich habe nämlich... Hi. Sag mal,
Hast du den Vorschuss von Stefanie schon abgearbeitet? Nö. Zwei Tomatensalz, bitte. Ja, bring ich dir gleich. Die CDs findest du da hinten. Aber nur so laut aufdrehen, dass sie die Bestellung noch versteht. Ich kann auch Zeichensprache. Vielleicht ist es dir neu, aber selbst auf Mallorca gibt es Vorschriften, wie gastronomische Einrichtungen zu führen sind. Aha. Du kannst auch deine eigenen CDs auflegen, falls es keine Blasen sind. Danke, dass du mir so viel Geschmack zutraust. Personalgetränke müssen übrigens auch gebonkt werden. Allerdings nur zum halben Preis. Ja, wahrscheinlich kann ich froh sein, wenn ich nach der Schicht mit plus minus null rauskomme. Wahrscheinlich. Hey, gut, dass der Deckel fest ist, oder? Wäre schade um dein schönes Hemd gewesen. Wer sich in dem Job hier nicht ganz so blöd anstellt, kann ordentlich Trinkgeld machen. Hey, dann komme ich wahrscheinlich auf 13,50 Mark die Stunde. In dem Sivo eher nicht. Viel Erfolg! Hör zu. Ich habe mir das ziemlich gut überlegt. Letztlich bleibt es meine Familie. Ich hab doch gesehen, wie sehr dich das mitgenommen hat. Unsinn, ich zieh das Ganze jetzt durch und fertig. Ach ja, meinst du, ich lass zu, dass du zurück nach Deutschland gehst, in die Firma von deinem Vater, wegen dem blöden Geld? Vielleicht schenken sie es mir. Das glaubst du doch selber nicht. Na und, dann arbeite ich halt wieder in Deutschland. Oder willst du vielleicht dein Leben lang vor diesem Typ davonlaufen? Weiß doch auch nicht. Lena, wir haben noch knapp 2 Stunden, dann steht er auf der Matte. Was willst du denn ihm erzählen? Herr Brandt, ich find's total ungerecht, dass mein Freund wieder nach Deutschland muss. Wer macht uns platt und dich zuerst, kapierst du das? Was hab ich davon, wenn du in Deutschland bist und ich hier auf Mallorca hänge? Perdona, Cedaro. Wir müssen Zeit gewinnen. Wenn wir jetzt abhauen, dann findet er uns erstmal nicht. Okay. Wohin? Weiß ich nicht, Julia, du löst mich gleich ab. Dann können wir auf der Finca ein paar Sachen holen. Und dann? Und dann fahren wir mit dem Auto erstmal in die Berge. Wir nehmen die Acht. Okay, gut, komm. Hi. Hi. Hallo. Und du hast dir das ja einfach abgeschnitten? Dachtest du vielleicht, das hätte mein Privatdesigner gemacht? Du bist echt verrückt. Hallo, Carmen. Hallo, Stephanie. Du bist ja wirklich wahnsinnig witzig. Tja, ich glaube, ich muss leider wieder ins Büro zurück. War nett mit dir zu plaudern. Mit dir auch. Mach's gut. Tschüss. Wie kommst du eigentlich dazu, hier mit den Gästen rumzuhängen? Wieso? Carmen ist doch quasi meine Kollegin. Und dein Platz ist quasi hinter der Theke. Und das Shirt ziehe ich dir selbstverständlich vom Lohn ab. Jetzt mach mal keinen Stress hier. Carmen fand das auch eine tolle Idee. Schließlich ist das hier eine Strandbude und kein Nobelrestaurant. Das ist mir völlig egal, was Carmen sagt. Ich leite die Strandbar und du bist für den Schaden verantwortlich. Nur 1-2 Stunden mehr oder nicht, ist mir völlig egal. Schließlich lernt man nette Mädels kennen bei dem Job. Aha. Ich glaube, hier liegt ein grundsätzliches Missverständnis vor. Meinst du? Na, Cousinchen? Hi, Lukas. Das ist Ben, der neue Kollege. Hm. Pass ein bisschen auf ihn auf, weil er pennt ganz gern am Strand. Aha. Hi, ich bin Lukas. Und jetzt sieh zu, dass du wieder hinter die Theke kommst. Ja! ...300 Gramm Tomaten, 500 Gramm zarte grüne Bohnen, 250. Hey, so eilig? Wir müssen auf die Yacht. Du, wir sind spät dran, in 10 Minuten geht's los. Ich wusste gar nicht, dass eine Yacht so pünktlich abfährt. Ja, wir wollen halt das gute Wetter nutzen, mach's gut. Dann viel Spaß. In der Ruhe liegt die Kraft.